In diesem Fall hat die direkte Konfrontation gewirkt. Wenn dies nicht hilft, kann man den Nutzer blockieren oder melden. Wenn das aber auch nicht hilft, kann man Jupyter oder eine Vertrauensperson kontaktieren. Ich war glücklich, dass Mareike mich sofort unterstützt hat. Ich habe gehandelt, weil nach dieser Beleidigung gegen Mädchen jemand aktiv werden musste. Hier ist gut zu erkennen, dass Hate Speech schon im Kleinen entstehen kann.